even get to cross. Hey, moin Freunde, was geht? Hier ist euer Rap Marek und wir werden euch den aktuellsten Money Glitch zeigen. Ja, die alten wurden alle gefixt und irgendwie doch ein bisschen nervig. Aber es gibt halt auch eine andere Variante, die ist recht cool, denn das Ganze geht richtig schnell. Ihr braucht erstmal natürlich einen Kumpel in der Lobby und ja, natürlich auch eine Garage, wo ihr ein Fahrzeug drin habt, wie einen Centorno, Bifter oder sonst was, was natürlich entweder keine Tür hat oder eine, ja, eine Flügeltür wie beim Centorno. Das anscheinend klappt das ja nur damit, weil ich habe es mit dem Adder ausprobiert und ich muss sagen, es hat nicht geklappt. Fand ich doof. Aber kann natürlich nicht alles haben. Ich denke mal, der Adder bringt aber auch genauso viel wie der Centorno ein. Also von daher, naja, ich mache das Ganze jetzt mit dem Bifter, weil ich es am chilligsten finde, dieses Fahrzeug. Ihr müsst erstmal einen Kumpel einladen in eure, hier in eure Garage. Anders geht das nicht. Also immer einladen und er darf nicht selber klingeln und reinkommen. So, sobald ihr ihn unten auf dem Radar seht, das ist wirklich ganz wichtig, dass ihr den wirklich den Punkt von eurem Kumpel, der muss auf dem Radar sein. Und dann steigt ihr erst ein und zieht das USB-Kabel von eurem Controller zur Konsole raus. Genauso wie jetzt bei mir, dann backt das ein bisschen rum und dann stehe ich da daneben. Euer Kumpel kann das Ganze bestätigen, dass ich jetzt auf dem Beifahrersitz sozusagen sitze. Und ja, danach erstmal einen Karin Rebell bestellen. Ist klar, der wird ja wie immer benutzt bei den ganzen Glitch. Ich denke mal, es funktioniert auch mit einem anderen Auto, aber ich glaube, das wäre der größte Beschiss eigentlich, ein anderes Fahrzeug auszusuchen. Naja, wenn ihr das gemacht habt, in die Garage rein, dann ins blaue Feld, wie immer, wie in allen anderen Glitch, und dann austauschen. Habt ihr es gemacht? Ganz wichtig, merkt das euch. Ihr müsst auf die Beifahrerseite einsteigen. Und dann dürft ihr auch nicht aussteigen, weil dann verschwindet das Fahrzeug und ist dann wirklich weg. Deshalb rausfahren und dann nochmal wieder reinfahren. Natürlich könnt ihr auch direkt gleich ins LS fahren und dann den Wagen verkaufen. Aber ich brauche das jetzt nicht. Oder ihr könnt einfach eure Garage voll machen. So, habt jetzt auch keine Angst, wenn das Fahrzeug jetzt gleich sofort verschwindet. Das ist normal, denn das Fahrzeug kommt erst dann wieder in eure Garage, wenn der Karin Rebell sozusagen geliefert wurde. Erst dann erscheint dieses Fahrzeug wieder. Also es ist automatisch so. Und jetzt müssen wir mal warten, bis dieses Fahrzeug wieder da ist. Naja, ich sag mal so, das war's von uns und lasst ein Like da, ein Abo, denn mir ist das Warten hier zu lange. Haut rein, Leute, ciao!